Hallo, hier bin ich wieder. So, heute will ich euch wieder was zeigen mit Eisstielen. Eins habe ich schon vorbereitet. Ihr nehmt euch Eisstiele, wie ihr möchtet, eins, zwei. Da braucht ihr nur so viele, wie ihr habt. Und ihr gestaltet die erstmal bunt. Braucht ihr noch einen Luftballon und dann braucht ihr eine Eiswürfelschachtel. Also kaputte Luftballon, wir brauchen nur das Endstück. Entweder lasst ihr den so, wenn ihr so einen kleinen Mini-Luftballon habt, brauchen wir nämlich als Hut. Ihr könnt das abschneiden oder so lassen. Und dann, wenn ihr das so habt, nehmt ihr die Eiswürfel, macht Wasser rein und tut es so rein. Die anderen dann auch. Ihr könnt mit Mütze oder ohne. Macht ihr alle hier so rein, wie ihr wollt, entweder so oder so. Könnt ihr das reintun, in ihr Gefrierfach einfrieren lassen und dann wieder rausholen. Und wenn es eingefroren ist, könnt ihr damit schlittern. Das sind Schlitterfiguren. Könnt ihr über eine Rutsche schlittern lassen. Schöne Idee für Kinder. Oder wenn es bald der Winter kommt, über Schnee und Eis schlittern lassen. Das schlittert richtig gut, weil das ja gefroren ist. Und das macht draußen richtig Spaß, es lang zu schlittern. Oder einfach über den Boden schlittern lassen. Oder an der Badewanne, was euch einfällt. Aber das ist echt eine coole Idee. Probiert es einfach mal selber aus. Viel Spaß. Tschüss. Es würde mich wirklich freuen, wenn du mich abonnieren würdest. Es ist auch komplett kostenlos. Ansonsten ist hier eine Playlist mit weiteren Videos, die zu dieser Art gehören. Und hier ist auch ein Video aufgelistet, was dir möglicherweise gefällt.